Wir versuchen, die Kinder in der Region mit gesundem Mittagessen zu versorgen. Und deswegen liegt uns das besonders am Herzen, dass die ein ausgewogenes Essen kriegen, das wo kindgerecht und gesund ist. Wir haben uns einfach gedacht, dass die ländliche Versorgung von den Kindergärten und Schulen hier in unserem Raum so schlecht ist. Und dann aus dem Bauch raus haben wir gesagt, jetzt probieren wir es. Und seitdem wachsen wir stetig. Das war Kurstall vor 30 Jahren. Und dann haben die Eltern einen neuen Betrieb gebaut. Und seitdem steht jetzt der Stall leer. Und wir haben gedacht, das sind jetzt optimale Räumlichkeiten, um da eine Küche zu installieren. Bio ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir verwenden selber privat sehr viele Bioprodukte und haben es jetzt auch geschafft, im letzten Jahr immer mehr biologisch produzierte Lebensmittel in unserer Küche einzusetzen. Bei der Speiseplangestaltung ist es wichtig, dass sich die Speisen nicht zu oft wiederholen. Wir haben herausgefunden, dass 6 Wochen ein ganz guter Abstand ist. Das ist gerade bei kleinen Kindern ganz besonders wichtig, wenn man neue Sachen ausprobiert, die sie vielleicht auch gar nicht so gut kennen, dass sie einfach sich langsam an die Speisen herantasten und Mut haben, sie auszuprobieren. Wir haben mit 70 Essen angefangen damals 2010 und haben uns jetzt da immer weiterentwickelt und sind jetzt 1200 Essen. Und das ist eine logistische Herausforderung, aber mit der heutigen Technik ist das sehr gut möglich. Wir nutzen den Kombidämpfer ganz umfangreich. Wir kochen mit Dampf, Kombidampf und Hitze. Bei uns können wir die Kartoffeln in den Ofen rein für den Kartoffelbrei. Oder das Fleisch wird drin angebraten und das Gemüse und auch der Reis wird im Ofen gemacht. Man braucht auf jeden Fall eine Leidenschaft dazu. Leidenschaft und Begeisterung, das motiviert. Und dann, wenn man nur die richtigen Leute hat dazu, dann macht es richtig Spaß. Derzeit werden in Deutschland 8% der Kinder von Caterern versorgt, die sich auf kindgerechtes Essen spezialisiert haben. Und das Ziel ist, das natürlich auszubauen und nur viel mehr mit dem kindgerechten Essen zu versorgen.